So, meine Lieben, es ist mal wieder soweit. Wir haben hier Aufklärungstag und zwar geht es um Allianzkrieg, weil irgendwie gibt es einige, die nicht es verstanden haben. Und dieses Video ist auch für die alle, die bald von der Allianz fliegen, denn das ist meine letzte Mahnung. Jeder will in eine Gold-2-Allianz und da wir vorher auf Gold-3 waren, haben wir uns qualifiziert für Gold-2. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Der Titel sagt schon, Erklärung Allianzkrieg Grundlagen von diesmal Allianzkrieg Ranking Erklärung. Gibt es auch auf Englisch, demnächst das Video. So, if you're from American, or if you have the players, they speak only English, so it's no problem, I will make a tutorial in English. It's about Allianz war ranking list, how it works. How they work and how you can calculate your ranking. So, but today and only today in German language, both languages are too difficult for me. So we switch now to German. Okay, also in einer Session fangen wir mal ein bisschen anders an. Fangen wir mal ein bisschen leichter an, und zwar mit Beispielen. Also, in einer Season. Macht eine Allianz einen Rang, wie bei der WM. Okay? So. Und dann Ende der Session erhaltet ihr euren Rang. Und jetzt gibt es einen kleinen Trick. Oder beziehungsweise ist es etwas, was KBAM seit einiger Zeit erst eingeführt hat. Vielleicht ist es schon länger, aber ich habe das so jetzt nur seit einiger Zeit mitbekommen. Von daher kann ich jetzt nicht sprechen, was vor 5 Jahren war. Aber das ist so. Wenn man jetzt in einer Session vorher in der 40er auf Rang 315 war, so richtig, richtig ziemlich weit oben, so unter den Top, sag mal 300, 350 Allianzen. Oh, jetzt ruft mich jemand an. Oh, cool, cool. André, ich mache jetzt ein kleines Servus, ich mache ein cooles Video. Ein YouTube-Video. Bist live geschaltet. Okay, ja, also bis dann. Ciao. Ja. Ja, okay, das kann auch passieren, aber wir cutten das jetzt mal nicht, weil ich find's lustig. Macht kein YouTuber wie ich, aber ich bin halt ich, ne? Ich bin einzigartig. So, also, nun kommen wir zurück. Also, wenn ihr euch qualifiziert, ja, wenn ihr euch qualifiziert für Allianzkrieg in den Top zwischen 0 bis 350, dann macht KBAM das mittlerweile so, dass ihr in der nächsten Session, also im nächsten Turnier, euch in einer Vorrunde befindet. Es gibt immer meistens 3 Kämpfe in der Vorrunde, deswegen gehen die nur 6 Tage. Diese Vorrunde ist super wichtig, wirklich super, super wichtig. Da dürft ihr so wenig wie möglich Fehler machen und auch Leichtsinnsfehler. In den meisten Allianzen, wenn ihr Leichtsinnsfehler macht, draußen. So, warum ist die so wichtig? Weil in dieser entscheidenden Phase kämpft ihr gegen die Gold 2 Gegner. Okay? Und das ist eine Vorqualifikation wie bei der M, bevor man ins Achtelfinale kommt. Oder bevor man ins Viertelfinale kommt. Und dass es diesen Bug gibt, dass da hier jetzt angezeigt wird Silber 1, das wird auch angezeigt bei dem Gegner. Ist ein bisschen blöd, weil KBAM einfach zu dumm sind zu programmieren und die es immer noch auf die Reihe nicht kriegen, wenn die mich einstellen würde und meine 4 Leute, die ich kenne, das sind richtige Spieleprogrammierer, dann müssten sie uns mindestens so 1 Mille oder 10 Mille zahlen, das können die nicht, weil die auch zu doof sind, dann würden wir das eigentlich jetzt mit meinen Leuten beheben, den Bug, und geben wir so einen Scheiß nicht. Aber gut, scheiß drum. Zack. Das werden die irgendwann in 1000 Jahren beheben. Jetzt geht es um das Thema Vorrunde. So, in diesen, das zeige ich euch jetzt, ich erkläre euch das so, inklusive zeigen.
in dieser, ich habe hier meine Maus, wo man sehen kann, da kann man das schön, schön darstellen. Also in dieser Live-Bestenliste, das nennt sich so, aber das ist eine Vorrunde, könnt ihr euren aktuellen Rang erzeugen. So, wichtig ist, dass ihr den Multiplikator 10 nicht beibehaltet, sondern auf 9 und 8 aufsteigt. Also ihr müsst höheren Multiplikator, ganz wichtig, weil sonst wird es nichts. Und dann in den ersten drei Kämpfen, von den drei Kämpfen, wenn ihr in der Vorrunde seid, zum Beispiel bei uns, wir sind jetzt auf Gold 2, und wenn ihr in dieser Vorrunde seid, oder ihr seid auf Gold 1, dann müsst ihr drei Kämpfe bestreiten, okay? Und von diesen drei Kämpfen müsst ihr mindestens einen gewinnen. Aber wenn ihr zwei gewinnt, seid ihr oben, viel besser, sicherer dran. Und wenn ihr drei gewinnt, dann seid ihr richtig ganz oben. Und das ist ganz einfach, dann noch die restlichen 15 Kämpfe zu machen. Wobei auch die sind schwer, aber dann hat man ein bisschen, sagen wir mal, so ein Puffer. So ein Puffer habt ihr euch dann zugelegt, ne? Damit ihr nicht sofort absteigt. So für mal, ich denke mal, bis dahin soweit alles klar. Wenn nicht, dann einfach nochmal das Video anschauen, immer wieder und zuhören, Kopfkino, zuhören. Weil ich mag mich nicht wiederholen. Ich mag auch Leute nicht, die nicht zuhören. Wenn nicht, Kopfschuss, weil jeder Mensch in seinem Real Life eben muss zuhören, seinem Chef oder sonstiges, gibt es hier keine Ausreden. Und bei den oberen Allianzen, die würden mir alle, wenn sie keine Angst hätten, diffamiert zu werden, weil die haben immer noch Angst, die Wahrheit zuzugeben, die würden mir alle zugeben, die großen Spieler. Wenn wir sagen, ja, der Mann, der sagt nachher die Wahrheit, aber wir wollen mit ihm nichts zu tun haben, weil er wie ein Clown aussieht. Ne? Das sind Idioten, es ist halt so, es gibt solche Spieler, Meisterallianzen, die geben das zu, und es gibt manche Hater, die wie Magic Sniper, und schönen Gruß an dich, der mich hatet bis heute und meint, dass ich keine Ahnung habe vom Game, aber eine Gold 2 Allianz gerade bin, ja. Whatever. Also ganz wichtig, man muss ganz, 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 ganz wichtig in den ersten drei Kämpfen sich vorqualifizieren. Im Endeffekt muss man da halt von diesen drei mindestens einen Kampf gewinnen. Man kann von den drei Vorrunden auch drei Kämpfe gewinnen. Wenn man gar keinen gewinnt, dann ist es natürlich doof. Dann hat man sehr schwer nach oben zu kommen, ganz klar. Aber umso mehr davon gewinnt, seid ihr dann, bekommt ihr euren Rang. Und dieser Rang, den müsst ihr dann weiterkämpfen. Ne? Und das sieht dann so aus. Das zeigen wir mal hier am Verlauf. Weil man muss sich halt... Zuerst zeigen wir mal hier diese Vermittlung, warum die immer so geht. Ne? Jetzt kommt die nächste Vermittlung, weil das geht um alles. Meistens sind sogar vier Kämpfe bei den Großen. Also ich glaube, bei uns sind sogar vier. Und dann geht's hier. So, jetzt seht ihr hier auch, die haben einen Skriptfehler reingebaut. Das sind keine Silberallianzen. Bei der Wertung und bei denen gibt es kein Silber in den meisten Fällen. Das ist, wie auch Hogi schon sagte, ist ein Bug. Und beim Hogi auch bei der Meisterallianz war Bronze. Und ich so, Alter, ihr seid keine Bronze, ihr seid Meister. Ja, aber das sind halt Arschlöcher von Gebäm. Nicht der Einzige, der sich traut, das zu sagen. So, was ist wichtig jetzt? Wichtig ist das hier. Und ihr seht hier, bevor wir zum Ranking noch kommen, zu Ende kommen, bevor wir dazu noch verlaufen, zeige ich euch das alles. Ne? Schritt für Schritt. Zuhören und dranbleiben und zuschauen, verdammtes Arschloch oder Arschlochinnen oder wer sie oder sie auch sind. Einfach mal gehorchen und das mal machen, was ich sage. Und dann wird man es verstehen. Ich bin da aggressiv. Mir scheißegal, was die anderen YouTuber sagen über mich und machen. Ist mir scheißegal. Das sind alles Pissnelken. Nur right to your face muss man sein. Wenn wir alle Menschen ehrlich werden, gibt es den scheiß Putin nicht. Also, das ist die Stufe. Und bei einer Gold 2 Allianz, ja, es ist wichtig, dass man auf einen höheren Multiplikator steigt. Dieser Multiplikator, den wir hier sehen, diese 2,4, ist zu wenig. Egal, ob du 3K jetzt spielst. Das wird ja jeder Profi, wenn er keine Angst hat, von mir zugeben. So, außer Magic Sniper, mein Hater. Und was wichtig ist bei einer Gold 2 Allianz, ist diese Stufe hier zu erreichen. Diese Multiplikator Minimum. Es ist ein Minimum auf 3 zu halten. Wirklich ein Minimum. Es ist ein Minimum. Okay, weil Gold 2 ist normaler Multiplikator, wo man safe ist. Es geht hier nicht um über Spitzen. Ich überspitze hier auch ein bisschen, muss man auch sagen dazu. Aber es geht hier einfach um safe sein. Wenn ich hier auf Stufe 5 bin, mit einem Multiplikator von 4, dann bin ich auf Gold 2 immer safe.
Da kann mir das alles egal sein, ob ich von den 15, 16 Kämpfen 7 verliere. Dann kann mir ein Butter runterrutschen, wenn ich da safe auf dem Vierer bin. Dann kann ich mal ein paar Kämpfe gewinnen oder auch verlieren, kann noch absteigen wieder auf Stufe 6 und dann kann wieder aufsteigen auf Stufe 5. Ne? So immer dazwischen. Das A und O. So, das haben wir jetzt. Okay? So, jetzt machen wir erstmal eine Pause. Cut. So, also. Das mit dem Multiplikator, das ist ganz wichtig, weil von denen kriegt man Punkte. Ne? Das heißt, 151.000 mal 2,4 oder mal 3 mal 4, könnt ihr selber Mathematik rechnen, wenn nicht einfach Taschenrechner rausnehmen und fertig. So. Das ist A und O, das ist das Erste, das ganz wichtig ist im Allianzkrieg. Danach kommen natürlich die wunderbaren Punkte, das sind die wunderbaren Kriegswertungen, also die Kriegswertung an sich, die ist auch dann das Zweite. Ne? Und die tut später eure Allianz auch aufsteigen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, woher weiß ich, was du bist? Weil es viele Leute auch irgendwie nicht knallen, immer noch nicht schnallen. Und hier gibt es die Auflösung. Und auch an meine Hater, Magic Sniper, schönen Gruß. Ich habe mich nicht geändert richtig. Ich tue Arschlöchern auf die Fresse hauen normalerweise. Aber weil wir Erwachsene geworden sind, mache ich das mit Worten. Ne? Und deswegen, ne, von wegen, keine Ahnung. Hier hast du meinen Mittelfinger. Okay. So, Hater einen schönen Gruß geschenkt. So, jetzt, wenn ihr auf Info klickt, dann seht ihr hier, was man hat. Ein Gold 3. So, das ist in der vorangegangenen Session. Ist ja klar. Aber da ist auch ganz wichtig zu verstehen, das heißt, wenn man da ganz oben war, dass die sich sagen, ja, wie machen die sich jetzt ein Gold 2? Na, Kambam sagt sich, jetzt schicken wir euch ein paar Gegner. Jetzt ist es so, da ist ein Bug. Wie kann ich wissen, dass das eine Gold-2-Allianz ist, gegen die wir gerade kämpfen? Da klickt ihr auch auf Info. Das heißt, das ist diese Symbol hier, dieses wunderbare, ne, I. I heißt für Info, Information normalerweise. Und dann klickt ihr auf Info und dann seht ihr hier Gold-2. So, die sind Gold-2. Die sind auch auf diesem Rang. Das heißt, im Endeffekt kämpfen wir gegen Gold-2. Und wenn wir gegen Gold-2-Gegner kämpfen, dann machen wir das nicht aus Spaß, sondern weil wir in dieser Vorrunde jetzt drin sind. Wir sind jetzt genau da reingerutscht bei Gold 2. Und da werden wir jetzt getestet. Und das ist normal, dass sich einfach Kabam sagt und dieses System, ja, ihr habt Gold 3, 2 erreicht, alles gut und schön, aber wie sieht's aus mit Gold 2? Dann machen wir uns euch mal richtig schön rauf und ihr kämpft mal gegen mal so 3 Gold 2 Allianzen. Oh ja, mein Freund, du willst beweisen, du bist gut mit deinem Team, du willst Gold 2 oder auch nicht, wie auch immer, was du auch möchtest. Beweise, dass du gut bist. Beweise, dass die 11 kleinen Leute, die bei dir sind, es wert sind, eigentlich zu sein. Und manchmal, ich habe schon einige rausgesucht, die ich raushauen werde, die es eigentlich nicht bewiesen haben. Ne? Und dann merkt man, ups, das ist Gold 2, richtig. Und dann merkt man auf Verlauf, ups, da sind Leute, die mal nicht gehorsam waren, aber egal, da haben wir gegen Cheater sogar gespielt. Die habe ich gemeldet, weil ich erfahren habe von anderen Leuten, die kennen, dass da Haufen Cheater dabei sind. Und hätten wir diesen 2 Fehler haben wir gemacht. Nur 2 fucking Fehler hätten wir sogar gegen Cheater gewonnen, was auch geil ist. Ja, die Leute, die im Forum berichten, auch auf alle Fanboys und Hater, ihr liest auch mal die englische Forum durch, ihr Arschlöcher. Was da Beschwerden rauskommen ist für Cheater, für BG, im Battlegrounds und in Übergriffe ohne in AK. Apropos, liest euch mal durch, wenn ihr kein Englisch könnt, ich übersetze mittlerweile die Scheiße für euch. Also Schnauze halten und einfach lesen oder zugucken. Und am besten, wenn ihr mir nicht glaubt, weil ihr seid auf Status, da habt ihr keinen Status, dann fickt euch ins Knie und schaut den The Rich Man an, der hat über 200.000 Abonnenten. Und wenn nicht den, dann geht auf Sainting, euren Sainting, und holt euch dabei nicht richtig runter, denn der hat über 300.000 Abonnenten. Und der sagt es genauso. Der sagt nichts anderes, als ich sage. Ich im Endeffekt tue. Mein eigenen Kopf habe ich, ne? Nicht wie bei den Leuten Corona, sondern eigenen Verstand benutzen und nachdenken. So, ach, das hat gut getan, mal den Hatern das so zu geben. Das kann ich hier machen, das ist mein Kanal, hier kann mich nicht sperren, die Arschlöcher. Zumindest nicht sperren, was ich im Forum gemacht habe. Ja, im Forum haben sie mich gesperrt, weil ich Wahrheit gesagt habe. Also, hier haben wir Übungs-AK gehabt, hier haben wir gewonnen, ne? Hier haben wir ein Übungs-AK. Haben wir das? Ne, hier haben wir gegen Russen gespielt und hier haben wir mehrere Siege eingeheißt. Ne?
auch gegen sehr starke Gegner. Und das andere hier haben wir verloren, weil zwei Ausschläge in der Allianz da waren, die mir geschrieben haben, eigentlich sind wir dazu da, um deine Allianz zu schaden. Und ich so, okay, draußen. Ne? Also, was passiert jetzt also sozusagen nach dieser Vorrunde? Was passiert? Was passieren wird, ist nichts anderes. Ihr bekommt einen, jetzt kommen wir zum Abschluss des Videos. Meine Videos sind immer ein bisschen länger, weil ich es alles richtig erkläre. Also, nach Abschluss dieser Vorrunde kommt der Einsatz der, sagen wir mal, 15 Kämpfe, so ungefähr 15 Runden sind das. Vielleicht kann ich mich irren, vielleicht irre ich mich, und es sind etwas mehr oder weniger. Aber auf jeden Fall, kann man das ausrechnen, 24, nee, 23, 20, 20, ja, so sind, ja, es müssten weniger sogar sein. Insgesamt sind es, glaube ich, 15. Ich muss nochmal nachrechnen, aber das ist jetzt, spielt keine Rolle. Ne? Das ist irrelevant. Wichtig ist, was passiert nach der Vorrunde? Nach der Vorrunde kriegt man einen Rang, den kriegt man fest, und das ist so ein so auf die Art fest, für eine gewisse Zeit fest. Ne? Das heißt, wenn man zu viel verliert, dann sagt Kebem, hey, pass auf, wir haben dir den Rang gegeben, aber du hast es nicht geschätzt, weil du ein Arschloch bist, sagen wir es, wie es ist, und deswegen geht es nach unten. Ja, und dann fällt ja unten ab. So, im Endeffekt ist es das, ist es mehr, ist es nicht. Also erstens, was haben wir gelernt, abschließendes Video, was ist wichtig? In der Vorrunde habt ihr drei oder beziehungsweise vier Kämpfe, und da müsst ihr halt mindestens einen gewinnen, okay? Nur einer reicht vollkommen aus. Einer, der macht sehr viel aus. Und wenn ihr zwei gewinnt, noch besser. Und wenn ihr drei gewinnt, hip hip hurra. Okay? Das ist A und O. Und woher weiß ich das alles? Weil ich ja, auch wenn mir viele Leute nicht glauben, ich komme von oben, aber ich prahle nicht damit, ich weiß nicht, wo ich bei den Amis war, ich weiß nicht, wo ich bei den Russen früher war, ich merke mir die fucking Namen, nicht solche Namen wie Game of Thrones kann man sich merken, aber ihr wisst, wie russische Namen sind, ich kann kaum Russisch und Englisch sowieso nicht, merke ich mir jeden Scheiß. Also, wenn ich schon sowas lese, wie so ein Namen wie hier, das ist ein Spanier, ein Cavalier, der Leopard Colón, und dann vier Jahre, fünf Jahre, als ob ich das mir merken würde. Es ist mir egal. Es war mir früher immer scheißegal. Ihr könnt Hoggy fragen und andere meisten Leute, die mich länger kennen. Es ist mir egal, was für einen Status du hast. Zumindest damals war es mir wirklich wurscht. Heute ist mir nicht so wurscht, weil ich so einiges begriffen habe. Aber früher war es mir so scheißegal. Du kannst Gott von mir sein. Und ich sage, mir doch egal. Schnauze und fertig. Ne? Weil die Menschen, die Status haben, sind zu sehr in der Nase nach oben. Und ich habe in der Schule immer solche Leute verhauen. Ja, das gebe ich zu. Ich habe für die Schwachen gekämpft und die mit den Nasen nach oben immer versucht zu verprügeln, so viele wie möglich. Sieht man mir nicht an mit meinem Clown-Gesicht, aber ja, das ist gut so, dass man das nicht ansieht, weil dadurch kann man den Gegner täuschen. So, also machen wir heute nicht mehr, heute sind wir erwachsen, heute machen wir mit Worten, wie Carsten Stahl sehr gut sagt. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist das im Endeffekt, das Endeffekt. Und dann kämpft ihr halt um Gold 2 oder Gold 1, je nachdem. Kann man auch relaxed kämpfen, ja, wenn sich Spieler an die Regeln halten und keine Arschlöcher sind. Und ganz einfach, ihr könnt sagen zu dem Spieler, er ist ein Arschloch. Das könnt ihr ihm in Real Life ins Gesicht sogar sagen, aus einem einfachen Respekt für alle, die sich gleich immer beleidigt fühlen. Weil, hey, hier geht es um sehr viel. Und es ist nicht nur ein Spiel, wenn es dann oben geht. Und oben ist es ein Turnier. Das weiß jeder von den Platin. Jeder von Meisterallianzen und Goldallianzen. Und man kann es zu einem geiles Spiel machen, zu einem Hobbyspiel, aber nur, wenn der andere sich wirklich an die Regeln hält und nicht die anderen sozusagen mitreißen tut in seine, was weiß ich, Verrücktheit und mal keinen Bock hat mitzumachen. Ne? Weil die anderen halten sich ja auch dran und es ist unfair gegenüber den anderen Spielern, die richtig gut mitmachen. Und normalerweise, wenn wir nicht so viele kleine Spieler hätten, die ich gerne fördern will, weil ich war immer auch ein kleiner Spieler und man hat mir auch die Chance gegeben und ich lebe ja nach der Tora oder sehr vieles davon, normalerweise würde ich die jetzt, die ich im Auge habe, die würde ich sofort jetzt einfach im hohen Bogen kicken. Das würde andere Gold 2 Allianzen, die würden es hier zugeben, wenn sie ehrlich wären mit sich, die würden in den Kommentar reinschreiben, die würden in den Kommentaren reinschreiben, yep, der Andi hat recht, den würden wir kicken, bevor er überhaupt existiert hat. Ne, um es knallhart, ich sag's immer knallhart, auch wenn es den Leuten nicht gefällt, weil nur so versteht man die Sprache. Die Sachen, wenn sie knallhart sind,
da ist was. Dann auf einmal, oh, was ist hier los? Ne? Wenn es nicht knallhart ist, dann ist den Leuten alles scheißegal. Ne? Ist leider so. Die meisten Menschen sind leider so gemacht, aber nicht alles ist so. Also, deswegen ganz wichtig. Jetzt versteht ihr, wie es ist. Jetzt wisst ihr, was wichtig ist. Der Multiplikator ist wichtig. Das Tier oder Trieren, also Trier nennt man das. Ich glaube, und das ist die Stufe im Endeffekt, das ist wichtig. Und umso höher die Stufe, umso einfacher es ist, zu jonglieren mit der Strategie von Aufsteigen und was machen wir jetzt, wie gehen wir jetzt, welche Wege und so weiter und welche Champions. Vielfalt noch zum Schluss. Ranking ist auch wichtig mit Vielfalt. Das heißt, Vielfalt heißt nicht, dass du dass du verschiedene Klassen haben musst. Nein, das ist Blödsinn. Du kannst 5 Champions haben, die Kosmos sind, aber wichtig ist, dass du keinen Gore 5-fach nimmst. Das heißt im Klartext, wenn da alle lieben Gore und ich sehe es auch alle lieben Rentra und wenn sie diesen fucking Rentra raufmachen, alle auf Rang 3 oder Rang 4 und es sind in einer Kampfeinheit 5 fucking Rentra, dann ist das nicht Vielfalt. Dann sagt sich Kabam, ja, fickt euch ins Knie, Arschlöcher. Das ist Cheaten. Weil Kabam hasst sowas. Es ist indirektes Cheaten, weil man einfach sagt, ja, ich nehme den besten Champion der Welt oder ich nehme Herkules und nutze seine Fähigkeiten und ich scheiß drauf. Na, Hauptsache, wir gewinnen. Und das mag Kabam nicht. Und ich eigentlich auch nicht. Schon lange nicht mehr. Weil ich sag mir, das ist einfach nicht faires Zocken. Faires Zocken ist, wenn deine Champions sich beweisen müssen, alle, wenn alle unterschiedlich ist, dann kannst du zeigen, ob du gut bist, wie deine Champions im Backend sind, das heißt, wie sie sind, wenn man gegen eine KI zocken würde. Die KI zur Hälfte geht mit rein, mit inklusive die Hälfte deines Könnens. Okay, so wird das berechnet. Und dann ist es halt wichtig, wenn man sich sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Rintra, wir haben einen Scorpion als Verteidiger, wir haben einen Nick Fury als Verteidiger, wir haben eine Katy Bright als Verteidigerin, wir haben eine Elsa Bloodstone als Verteidigerin, wir haben eine Scarlet Witch, aus Spaß reingestellt, weil kennt ja keiner und ab und zu mal kann sie schon böse werden, die auch gar nichts kann. Ne, einfach mal aus Spaß reinstellen und merken, ups, wie gesagt, jetzt ein paar Kills gemacht, ja, weil kann ja sein, dass diejenigen keine Ahnung haben, weil es ja ein Premium-Champion ist. Natürlich gibt es Anomalien. Es gibt immer Anomalien. Es gibt Leute, die sagen, ich habe neulich mit einem Profi, also richtigen Profi, gesprochen im Gespräch und der sagt, was? Spider-Man, was hast du reingestellt? Spider-Man zu Brain, den kill ich in 0 Sekunden. Also, der ist doch gut. Nö, was hast du reingestellt? Rintra? Rintra, den kill ich doch in 0,5 Sekunden. What? Dann habe ich ihm gesagt, ey, aber schau dir meine Verteidigung an, du bist ja Meister. Was würdest du so sagen, was gut ist? Und der Typ war einfach krass. Rintra, scheiße. Spider-Man Supreme, scheiße. Skorpion, scheiße. Und ich dachte, was ist eigentlich gut bei dir? Und deswegen ist es mit ihm gut, was ist schlecht. So könnt ihr nicht gehen auf Prestige. Oh, Sentinel und Status. So funktioniert das nicht, okay? Hört einfach auf euren Anführer oder Chefe. Er weiß, was er richtig ist. Wenn man Allianzkriegschef ist, macht man das nicht aus Spaß jeden Tag. Man kennt sich damit sehr gut aus. Ne? Sonst würden wir nicht so jetzt auf Gold 2 sein. Sonst würden wir nicht. Apropos, die letzte Frage war: Woher weißt du, dass wir eine Vorfeld mit Gold 2 sind oder auf Gold 2 sind? Ja. Kabam wird euch nicht aus Spaß Gold 2 Gegner geben. Wenn ihr Gold 3 seid, kriegt ihr Gold 3 Gegner in den meisten Fällen. Und wenn ihr Silber seid, kriegt ihr halt eben Silber oder Gold 3. Wenn überhaupt. In den meisten Fällen kriegt ihr diese großen Gegner nicht. Ja, ist ja logisch. 1 und 1 ist 2 und 2 plus 2 ist 4. Mathematik war ich immer sehr gut, übrigens. Ja, also, und die machen das halt, weil man halt oben war und sich davor qualifiziert hatte. Ja? So, das ist wichtig. Deswegen, Vielfalt hatten wir jetzt gehabt. Wir haben, genau, was haben wir? Nochmal zusammensetzen, abschließend. Multiplikator ist also wichtig. Kriegswertung ist wichtig. Vielfalt ist wichtig. Wege richtig laufen ist wichtig. Und richtig lesen und zuhören, lesen. Ne? Es gibt 3 Faktoren, was wichtig ist beim Lesen. Lesen und nochmals lesen. Also, und dann fünftens ist wichtig,
halt eben schauen, aha, wo bin ich, gegen wen kämpfe ich, oh, das sind ja Gold 2, ich kämpfe gegen eine Gold 2 Allianz und das nicht aus Spaß. Vorfeldrunde richtig machen, richtig zuhören und dann wird das auch. Ne? Und ja, nicht sich von anderen Arschlöchern beeinflussen lassen, das habe ich auch immer. Es gibt immer welche Leute, die behaupten, du hast keine Ahnung. Ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Leute schreiben mich an und sagen, endlich mal einer, der darüber redet. Ne? Aber sie schreiben mich halt persönlich an. Ich erwarte von niemandem, dass er mit mir Broadcasting macht und dementsprechend sagt, ja, der hat recht. Weil wenn er ein Platin-User ist oder eine Gold 1, dann werden viele Hater entstehen. Und niemand ist bereit, oder nur wenige sagen mal, sind bereit, zu sagen, ja, du hast mit allem, was du sagst, recht. Nur mit dem vielleicht stimme ich dir nicht zu, aber dem hast du 100.000% recht, weil dann werde ich ja wieder hochgetitelt und dann würden ja mehr Leute auf meinen Kanal kommen, dann würde ich ja mehr Macht haben, mehr Macht, mehr Einfluss, vernichte ich die Arschlöcher. Und die Arschlöcher fürchten sich wie die Pest von mir, wie die Pest. Na, wirklich, das tun sie. Das haben mir sogar selbst die Behörden gesagt. Und sogar mein Anwalt sagt, die haben Angst. Ne? Sogar CDF habe ich besiegt, wo die meine Videos gesperrt haben. Habe ich innerhalb von 2 Tagen freigeschaltet. Und das ohne jeglichen Anwalt. Da muss man verdammt gut sein. Es ist nicht so easy, wie die Leute denken. So funktioniert das nicht. Wenn du vor Gericht bist und sogar den Richter überzeugen kannst, wenn sogar den Feind, ich war mal vor Gericht und den Feind habe ich überzeugt, auf meiner Seite zu sein. Selbst der Richter hat auf einmal gesagt, sie sind eigentlich nicht für Herr Waczynski, sie sind ja nicht sein Anwalt, sie sind eigentlich für die Gegenseite, also tun sie jetzt nicht. Und dann sagt der Anwalt, was sagte, Herr Waczynski ist so sympathisch und es ist so aufrichtig, super, Jeshua oder Moshe oder wie auch immer oder Mohammed, der ist so super, als wäre ein Superman, als wäre Super Edition. KL Super 1.0 oder so. Ich mache das ein bisschen absichtlich überspitzt, um die Fanboys haben zu verärgern und die Hater so richtig eins reinwirken. Ne? Und dann habe ich natürlich gewonnen gehabt. Ne? Ja klar, und dann habe ich mir gedacht, wow, ja, man muss nicht super aussehen. Eine Trillion haben, um intelligent zu sein. Hey, ihr Hater da draußen, ne? Man muss das nicht. Man muss einfach vom Kind auf immer selbstbewusst sein. Ja, ich hatte in meinem Leben die Chance, Multimillionär zu werden. Ich habe sie nicht genutzt. Ich habe halt einfach damals so Dinge nicht gesehen. Ich bin nicht nach Irland gefahren. Ich bin nicht zu Ubisoft nach England gefahren, um einen fetten Job anzunehmen. Ich hasse einfach die Reichen. Ich habe sie immer gehasst, die Multimillionäre und die Reichen. Und immer solche mit Nase nach oben. Und das wird immer so sein. Das ist einfach so. Ich liebe es einfach, diese Leute zu hassen. Das ist für mich wie Pudding essen. Ne? Und das sind alles, viele davon sind Arschlöcher, nicht aber viele. Okay, Leute. Also, ich hoffe, das hat euch was genutzt. Ich hoffe, ihr habt da was gelernt. Und da ist das halt, dass wir jetzt verlieren werden, weil da hat einer einen Fehler gemacht in der KL2. Das haben wir besprochen gehabt. Beim nächsten Mal macht das richtig. Und hier haben wir halt wieder mal, dass die Leute hier nicht laufen. Und in der KL3, wer ist das nochmal, der gekickt wird? Naja, das sind die 2, die dann die Allianz verlassen müssen. Dann spielen wir ohne die. Wie ist es eigentlich? Wie viele Leute könnt ihr eigentlich kicken? Dann kann man Tricks jetzt noch zum Schluss und danach machen wir ein bisschen zocken. Kann man noch Leute kicken, wenn die Session läuft? Und die Kleinen könnt ihr generell immer kicken. Die Großen ist immer so, ja. Zur Not könnt ihr die auch kicken. Aber am besten ist, dass die meisten von den großen Spielern werden so einen Scheiß nicht machen. Ne? Das ist Punkt 1. Sehr selten, dass sie Scheiße bauen. Kann es passieren, dass sie Scheiße machen, dann müsst ihr sie kicken und habt da keine Wahl. Während der Session müsst ihr machen. Die Kleinen sofort raushauen. Wenn so eine Scheiße abgezogen wird, in einem Krieg noch 2 Stunden und immer noch nicht beigetreten, kicken. Einfach weg. Ihr müsst manchmal. Und das ist was ich euch auch sagen will. Ich will ja kein Arschloch sein, sagt der Chef von einer Allianz zu mir. Ich habe mit ihm gesprochen und ich so, du bist es ja nicht. Du musst es aber sein, letztendlich. Und da reden auch keine redet darüber so auf dem Weg, ne? Weil sie haben, jetzt habe ich was Falsches gehört, ich habe die dann beleidigt. Oh Mann. Ihr müsst manchmal, wenn es nicht anders geht, denjenigen einfach auf die Fresse hauen. Und das mit Wort natürlich. Ihr könnt ja nicht mehr so körperlich, weil
geht nicht. Ne? Wir leben in einer modernen Gesellschaft, wo wir uns schon korrekt verhalten sollen. Ne? Aber wir können denjenigen auf die Fresse hauen, der mir sagt, ey, pass auf, du Arsch, so nicht. Bumm, raus. Such dir eine andere Allianz, wo du den Scheiß abziehen kannst. Ja, und dann macht er halt, ist schade eigentlich, wenn man den kleinen Spielern eine Chance gibt, aber wenn ihr seht, nee, gerade bei so einem wichtigen Kampf, eine Vorrunde ist sau wichtig, mehr als man denkt, muss halt eben, ja, wie soll man sagen, psch, ne? Deswegen war es das erstmal. Wir machen eine kurze Pause, einen kurzen Cut. Und dann zocken wir ein bisschen ein. Ich bin auch fix und fertig. Ich habe noch mehr zu tun, außer YouTube-Videos. Ich muss mal ein Video machen über eine korrupte Richterin in Deutschland. Und mit der habe ich auch noch zu tun. Fürchterlich. Wir sehen uns gleich.